Morgendämmerung über Dorf Chemnitz. Während für die meisten Menschen der Tag gerade erst beginnt, ist René Buschmann in seiner Backstube schon seit mehreren Stunden im Einsatz. Ich habe schon gestern Abend um 10 Uhr angefangen. Wir backen alles für jeden Tag frisch und zuerst machen wir den Kuchen. Und damit er dann geschnitten werden kann, muss er bei Zeiten gemacht werden. Alles läuft wie immer in der Backstube. Wie sollte es auch anders sein? Was nicht wie immer ist, das sind die ständig steigenden Preise, etwa für Mehl oder Zucker. Nicht zu vergessen die Energie- und Heizkosten. Das macht nicht nur René Buschmann, der Obermeister der Bäckerinnung Mittelsachsen ist, große Sorgen. Ich habe schon von vielen Bäckereien gehört, dass sie teilweise Filialen schließen müssen, die nicht so wirtschaftlich sind. Die waren dann zuerst geschlossen. Das wird jetzt wahrscheinlich so zum Jahresende auf uns drauf zukommen, dass einige Bäckereien ihre Filialen schließen müssen. Und ansonsten werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ist der Christstollen in Gefahr? Nee, die Christstollen, also die Rohstoffe sind ja da für die Christstollen, haben wir auch schon vorgeordert. Aber der Preis steigt natürlich. Wir fangen Ende September an mit Backen. Die Preisspirale dreht sich weiter. Sieht René Buschmann eine Lösung? Man kann hoffen, dass die Regierung irgendwo einen Energiepreisdeckel macht oder irgendwo das Handwerk unterstützt. Aber allgemein sehe ich da noch nie viel Hoffnung, habe ich nicht viel Hoffnung. Selten stand dieses traditionsreiche Handwerk vor einer derart schwierigen Situation. Also die Situation, die ist schon dramatisch. Ja, und wenn die Energiepreise wirklich so steigen, zum Beispiel 70% der Bäcker, die heizen mit Gas. Wenn der Gaspreis ums Fünffache steigt, dann sind es die Energiekosten, die sich dort verfünffachen. Das kann schon einigen Bäckern die Existenz kosten. Vor allen Dingen kann die ganze Struktur von den Bäckern mit den Filialen kaputt gehen. Die Leute müssen sich dann im Discounter ihre Backwaren kaufen. Die Möglichkeit besteht ja noch. Obwohl die Qualität bei weitem nicht so gut ist und nicht die Auswahl wie in unseren sächsischen Bäckereien, speziell Kuchen, sind wir ja wirklich da Vorreiter. Aber das sehe ich auch wirklich in Gefahr, weil gerade beim Kuchen ist ein hoher Rohstoffeinsatz und viele Bäcker, die fangen jetzt schon an, die Sorten zu reduzieren, haben manchmal noch 5 bis 10 Sorten Kuchen und das soll es eigentlich nicht sein. Die Gefahr ist direkt da. Man kann nur hoffen, dass die Kunden das honorieren. Unsere Leistung, unsere Qualität und uns die Treue halten. Und dann werden wir sehen. Sicherlich werden wir auch schwierige Zeiten überstehen müssen.